Legen wir los mit der ersten Frage, Philipp. Was haben wir denn für Fragen bekommen für heute? Genau, also was steht dann heute auf unserer Agenda? Die erste Frage befasst sich mit finanzieller Freiheit. Ist okay. Das ein sinnvolles Ziel? Und bei der zweiten Publikumsfrage handelt es sich um, wie viel soll ich monatlich sparen? Ich verdiene nicht so viel. Okay, ja, zwei sehr spannende Fragen, die in der heutigen Zeit auch sehr, sehr, ja, häufig diskutiert werden und auch häufig sehr, sehr unterschiedlich behandelt werden. Starten wir vielleicht mit der ersten Frage. Ist die finanzielle Freiheit ein sinnvolles Ziel? Ja, leider Gottes eine Frage, die man nicht allgemein gültig beantworten kann aus meiner Sicht, denn hier kommt es sehr, sehr stark auf den einzelnen Menschen darauf an. Es ist hier natürlich schon auch sehr, sehr stark abhängig, aber auch die Definition von finanzieller Freiheit. Also was verstehen wir unter finanzieller Freiheit überhaupt und wie viel Geld benötige ich, damit ich finanziell frei bin, beziehungsweise mich dann in weiterer Folge auch finanziell frei fühle? Ja, vielleicht da die Frage an dich, Philipp, ob welchen Geldbetrag würdest du dir dann letztendlich einfach auch frei fühlen? Ja, ist jetzt gar nicht so eine einfache Frage. Wenn ich so überlege, ja, ich würde ja einmal sagen wir mal, ja, zwischen 500.000, 1 Million gespart oder so, würde ich sagen. Ja, ist ja ganz netter Batzen Geld, oder? 500.000 ja. Beziehungsweise 1 Million Euro. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie realistisch ist es für jemanden, 500 oder 750.000 Euro auf die Seite bringen. Aus diesem Grund möchte ich mit Ihnen einfach mal schauen, wie viel braucht man, dass man eben diese 500.000 Euro beziehungsweise 1 Million Euro auf die Seite bringen. Nehmen wir hier für dieses Beispiel vielleicht einfach mal den Mittelwert her. Also gehen wir mal auf 750.000 Euro und rechnen uns das mal gemeinsam vielleicht durch, indem wir einfach hier so einen Rechner verwenden. Also ich habe hier jetzt einfach im Internet einen Rechner rausgesucht, wo wir berechnen können, wie viel wir benötigen, damit wir dann in weiterer Folge unsere finanzielle Freiheit erreichen, beziehungsweise das dafür notwendige Kapital erreichen. Und ich habe mir erlaubt, hier im Vorfeld auch schon einmal ein bisschen vorzurechnen. Das heißt, ich habe hier einfach einmal diesen Rechner geöffnet. Vielleicht an dieser Stelle soll hier keine Werbung für eine Bank sein, sondern ich habe einfach diesen Rechner verwendet, weil ich diesen kenne, weil ich für dieses Unternehmen einige Jahre gearbeitet habe und aus diesem Grund kenne ich diesen Rechner auch. Aber mittlerweile können Sie, ja, fast jede Bank bietet solche Rechner an und können Sie einfach auf Ihre Hausbank gehen und dort einfach mal für sich durchrechnen, wie viel Sie benötigen. Vielleicht bevor wir hierauf eingehen, vielleicht auch noch die Frage mal an Sie, das würde mich interessieren. Ab welchem Betrag würden Sie sich frei halten oder finanziell frei fühlen? Also hinterlassen Sie vielleicht einfach mal einen Kommentar, ab wann Sie finanzielle Freiheit sehen, beziehungsweise wie Sie für sich überhaupt finanzielle Freiheit definieren. Denn auch in der Definition gibt es hier, ja, je nach Ansatz unterschiedliche Definitionen. Für mich ist finanzielle Freiheit so zu verstehen, dass ich, ja, oder ich verstehe darunter im Prinzip den Extremfall. Das bedeutet, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten muss, sondern von meinem Ersparten leben kann und mit den Zinserträgen letztendlich mein Leben genießen kann. Und hier dann in weiterer Folge wirklich ohne Einschränkungen zu machen. Also das ist das, was ich unter der Begrifflichkeit finanzieller Freiheit verstehe. Aber jetzt schauen wir mal, wie viel wir monatlich sparen müssen, damit wir auf diese 750.000 Euro kommen.
Und hier müssen wir oben bei diesem Rechner oder auch bei anderen Rechnern einfach auswählen, einmal, was möchten Sie erreichen als Zusatzeinkommen oder monatlich Geld sparen. Jetzt in diesem Fall rechnen wir mal einfach, ich möchte monatlich Geld ansparen und ich möchte als Ergebnis haben dann den Auszahlungsbetrag, dass wir wissen, wie lange benötigen wir, dass wir auf diese 750.000 Euro kommen. Und dann habe ich hier jetzt einfach einmal einen Betrag hergenommen von 1.000 Euro und ohne Einmalerlage. Also das bedeutet, wir starten für diese Rechnung einfach wirklich komplett bei Null und wir machen keine Wertanpassung. Das heißt, wir sagen, diese 1.000 Euro bleiben einfach immer konstant. Und wir unterstellen, dass wir Zinserträge erwirtschaften in Höhe von 5% bei einer Laufzeit von X. Also wenn wir sagen, wir möchten in 10 Jahren diese 750.000 Euro erreichen, dann sehen wir, dann haben wir mal schon ein Riesenproblem. Das heißt, wir brauchen, dann bekommen wir nach 10 Jahren nur 140.000 Euro. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir 5.000 eingeben auf 10 Jahre. Dieser Rechner geht hier maximal bis 2.000 Euro, da sehen wir dann nochmal schon, dass es nicht allzu realistisch ist, im Monat wirklich mehr als 2.000 Euro auf die Seite zu stellen, weil halt natürlich, das muss man natürlich auch dazu sagen, es verdient nicht jeder im Monat 10.000 Euro oder 15.000 Euro netto, sodass man dann einfach die Hälfte auf die Seite tun kann und so dann monatlich 5.000 oder 10.000 Euro ansparen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal weitergehen und irgendwo auf 30 gehen mit den 1.000 Euro auf 30 Jahre, dann sehen wir, selbst nach 30 Jahren haben wir mit einer monatlichen Ansparung von 1.000 Euro lediglich 625.000 Euro erwirtschaftet oder auf der Seite. Das heißt, es fehlen uns immer noch einige Jahre, dass wir auf die 750.000 Euro kommen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen was dazu, weil am Ende greift natürlich schon dieser Zinseszinseffekt. Und wir sehen hier, dass wir, wenn wir monatlich wirklich 1.000 Euro auf die Seite sparen, auf einen Betrag nach 34 Jahren von 771.000 Euro kommen. Das heißt, ja, man muss hier schon letztendlich sehr, sehr lange sparen, damit man diese finanzielle Freiheit, so wie man sie für sich selbst definiert hat, also der Philipp hat sie jetzt in diesem Fall zwischen 500.000 und 1.000.000 Euro definiert und hier der Mittelwert eben 750.000 und dementsprechend ist schon für sehr, sehr viele eine Herausforderung. Weil wenn wir sagen, okay, ein durchschnittlicher Gehalt liegt vielleicht Hausnummer bei 1.500 Euro, dann muss ich noch Wohnung bezahlen, ich habe vielleicht ein Auto, ich habe vielleicht ein Telefon, dann habe ich vielleicht noch eine Frau und Kinder, die derzeit in Karenz ist und dementsprechend auch kein großes Einkommen hat, dann fällt es vielleicht schon sehr, sehr schwer, hier monatlich 1.000 Euro auf die Seite zu bekommen. Und das ist dann also ein bisschen das Thema, ja, wo ich sage, mir persönlich gefällt dieser Begriff finanzielle Freiheit nicht so unbedingt. Weil wenn ich wirklich das Ziel verfolge, finanziell frei zu sein, so wie ich darunter finanzielle Freiheit verstehe oder hier im Philipp mit diesen 750.000 Euro, dann muss man hierfür schon einige Opfer bringen. Also wenn Sie bereit sein, und damit beantworte ich gleich die Frage, ist finanzielle Freiheit ein sinnvolles Ziel? Ja. Oder nein? Dann ist die Antwort darauf, ja, wenn Sie der Mensch oder der Typ sind, der bereit ist, einiges dafür zu tun und dementsprechend auch einige Opfer dafür zu bringen. Und was meine ich mit Opfer oder beziehungsweise was verstehe ich unter dem Begriff Opfer? Es wird halt dann nicht mehr möglich sein, einfach im Store oder im Online-Shop ein T-Shirt für Euro 150 zu kaufen, sondern dann muss ich halt bereit sein, mir ein T-Shirt für 10 Euro oder für 15 Euro zu kaufen und dieses dann in weiterer Folge auch zu tragen. Oder es wird auch nicht mehr möglich sein, einen Sneaker zu tragen, der 250 Euro kostet.
oder für eine, bei einer Frau eine Handtasche für 2500 Euro. Solange ich nicht bereit bin, auf solche Dinge zu verzichten, werde ich aus meiner Sicht das Thema finanzielle Freiheit nicht erreichen. Und darüber hinaus bin ich persönlich auch noch der Meinung, dass man hier, ja, damit man diese 750.000 Euro oder Millionen Euro oder wie auch immer erreicht, wirklich auch daran oder intensiv daran arbeiten muss, damit man oder dass man sein Einkommen massiv erhöht. Also entweder, dass man wirklich, also und dann muss man eben wirklich, dann darf man nicht mehr nur 50 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten oder 38,5 Stunden in der Woche, sondern ein höheres Einkommen ist auch im Regelfall damit verbunden, mehr Aufwand zu arbeiten, beziehungsweise mehr an Zeit zu investieren. Und ja, wenn Sie bereit sind, diese Opfer zu bringen, sprich auf Kleidung zu verzichten, beziehungsweise Kleidung zu verzichten ist jetzt falsch, sondern günstigere Kleidung zu kaufen und halt nicht mehr das 150-Euro-T-Shirt und mehr zu geben, als den klassischen Job zu absolvieren, dann ist es vielleicht möglich, hier irgendwann einmal einen höheren Betrag monatlich auf die Seite zu tun und in Richtung der finanziellen Freiheit zu kommen, je nachdem, wie Sie es definiert haben. Also dementsprechend abhängig von der Person und was man bereit ist, dafür zu tun. Ich persönlich bin ein Mensch, der ja nicht unbedingt bereit ist, auf all das zu verzichten. Das heißt, ich bin nicht bereit, zur Gänze auf meine Freizeit zu verzichten, beziehungsweise möchte ich mir auch nicht überlegen müssen, kann ich im heurigen Jahr auf Urlaub fahren oder nicht, beziehungsweise kann ich nur mit dem Auto auf Urlaub fahren und kann ich nicht fliegen dieses Jahr. Ich meine, dieses Jahr ist ein bisschen ausgenommen aufgrund von Corona, aber ich möchte einfach wirklich gut leben und trotzdem Spaß in meinem Leben haben und trotzdem ja, die Zeit haben, mich mit Freunden zu treffen und so weiter. Und aus diesem Grund bevorzuge ich persönlich den Begriff finanzielles Wohlbefinden halt. Wohlbefinden. Also ich bin nicht der Freund von der Begrifflichkeit finanzieller Freiheit, weil dieser ja für mich zumindest mit gewissen Einschränkungen verbunden ist, sondern aus diesem Grund bevorzuge ich die Begrifflichkeit finanzielles Wohlbefinden. Und darunter eben, wie bereits kurz erwähnt, geht es halt darum, ja, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen Geldverschwendung und auf der anderen Seite finanzielle Freiheit. Das heißt, ich bin gerne bereit, weiterhin arbeiten zu gehen, und möchte auch weiterhin arbeiten gehen und was tun dafür, dass ich monatlich mein Geld bekomme, aber möchte das gleichzeitig auch kombinieren mit einem ja, guten Lebensstil. Aber darunter meine ich eben nicht, dass ich mit dem Porsche vorfahren muss, sondern darunter verstehe ich einfach, ein vernünftiges Auto zu haben, Geld auf der Seite zu haben, wenn die Waschmaschine kaputt wird oder das Auto repariert werden muss oder ich ein- oder zweimal im Jahr schönen Urlaub machen möchte. Und das ist dann aus meiner Sicht auch ein Ziel und ein sinnvolles Ziel, das für jeden möglich ist und hierbei ohne auf sehr, sehr vieles zu verzichten. Aber bitte an dieser Stelle abschließend nochmal, ich möchte nicht die Begrifflichkeit finanzielle Freiheit oder einige Ansätze, die man hierzu kennt, als negativ bewerten, sondern das ist wirklich davon abhängig, welches Ziel verfolgt ein jeder Mensch und was ist er bereit dafür zu tun. Ich persönlich bevorzuge den Ansatz finanzielles Wohlbefinden anstelle von finanzieller Freiheit. Ja, und wenn auch Sie finanzielles Wohlbefinden erreichen möchten, dann lade ich Sie auch recht herzlich dazu ein, unseren Online-Lehrgang, ja, finanzielle Bildung, hier kommt es, glaube ich, eingeblendet von Philipp, finanzielle Bildung durch Wissen zu besseren Konditionen und finanziellem Wohlbefinden teilzunehmen.
Den Link hierzu werde ich Ihnen unten in der Beschreibung einfach verlinken. Und dort erarbeiten wir dann gemeinsam mit Ihnen im Rahmen dieses dreimonatigen Online-Lehrganges ein individuelles Konzept, angepasst an Ihre Situation, wie Sie finanzielles Wohlbefinden für die nächsten Jahre erreichen können. Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende der Beantwortung unserer ersten Frage. Ja, Daniel, danke für die Beantwortung der ersten Frage, sehr ausführlich. Bitte gerne, danke. Und vielleicht nochmal der Hinweis an alle User. Wie ist Ihre Meinung zum finanziellen Wohlbefinden oder eben zur finanziellen Freiheit? Lasst das uns gerne in den Kommentaren wissen. Genau, und vielleicht auch noch, Entschuldigung, vielleicht auch noch als Ergänzung, würde mich persönlich interessieren, welchen Betrag Sie monatlich sparen. Also mich würde wirklich einmal interessieren, was so dieser durchschnittliche Sparbetrag eines Menschen ist. Danke.